Herzlich willkommen bei triathlonszene.de. Neben mir sitzt Christoph Lörks von powermeter24.com. Und wir machen jetzt die Neuauflage eines unserer erfolgreichsten Filme, die wir bisher gemacht haben, nämlich eine Kaufberatung für Powermeter. Das sind Leistungsmessgeräte, die praktisch direkt die Leistung messen, die ihr auf die Kurbel bringt. Und das war natürlich jetzt wieder nur die halbe Wahrheit. Du wirst gleich sagen, wie es genau ist. Aber es geht darum, dass man wirklich Leistung misst und nicht nur Pulswerte sowas. Und der Christoph hat, ich glaube, den bekanntesten Online-Shop in der Richtung überhaupt so im europäischen Raum oder vielleicht sogar weltweit. Ja, also wir kriegen relativ viel Zuspruch auch aus anderen europäischen Ländern. Also ich glaube, man findet uns ganz gut und wir haben uns da ganz gut positioniert. Jetzt muss man gleich am Anfang sagen, wie kann das sein? Wir wollen jetzt hier unabhängig unsere Zuschauer informieren. Jetzt ist jemand, du profitierst davon. Jetzt ist das in Ordnung? Gibt es so Transparency und so? Keine Ahnung, klar. Wir kommen alle ins Gefängnis. Nein, aber ich möchte das vielleicht den Zuschauern ganz kurz erklären. Die Materie ist so komplex. Und wenn man jetzt jemanden sucht, der alle Produkte kennt oder fast alle, dann kannst du ja keinen einladen, der jetzt nur von Garmin kommt beispielsweise. Mhm. Ja, der kennt dann nur die Produkte und sagt, das sind die besten. Genauso von SIM, Quark und so weiter. Und jetzt haben wir einfach jemanden, der hat den Überblick über das Ganze. Und deswegen haben wir dich, Christoph, eingeladen und du hast es ja auch immer ganz gut gemacht. Die Produkte, die wir gleich zeigen, da sind Listenpreise dran. Das sind andere Preise, als dann vielleicht bei euch im Shop sind zum Teil. Genau. So, jetzt haben wir das endlich mal geklärt. Also herzlich willkommen, dass du da bist. Toll, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Der Markt ist ja wahnsinnig in Bewegung und darum ist es ja schon richtig, wenn wir mal nach einem guten Jahr ein Update machen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man mal ein bisschen zurückschaut, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren gab es nur SRM. Dann ist Quark, die Amerikaner, mit dazugekommen, die sehr ähnlich wie SRM von der Messtechnik das Ganze gemacht haben. Also einen kurbelbasierten Powermeter mit sehr viel Dehnmessstreifen, mit sehr viel Aufwand. Und über die letzten 2-3 Jahre sind auf einmal sehr viele andere Hersteller hinzugekommen. Und da wollen wir gleich mal drauf eingehen, was sich geändert hat. Für die Kunden super interessant, die Preise haben sich dramatisch geändert nach unten. Fing das ganze Thema vor ein paar Jahren noch bei 3.000 Euro oder höher an, sind wir jetzt deutlich in dem Bereich unter 1.000 Euro und zum Teil mit fast der gleichen Performance. Ich denke, das ist eine Sache, die unsere Zuschauer vor allem wissen möchten. Was muss man tatsächlich ausgeben? Es gibt ja Powermeter, die sind in der Richtung 700 Euro. Es gibt welche, die kosten 3.500 und damit hat man noch gar nicht alles. Es gibt welche dazwischen. Warum nehme ich nicht einfach das günstigste? Das schmeißt mir ja genauso viele Zahlen an den Kopf, wie eins, das Doppelte kostet mit 1.500. Ich glaube, das ist am Ende ist das relativ ähnlich wie bei fast allen Produkten am Markt. Also es gibt einen Fahrradrahmen für 200 Euro, einen Alurahmen, den ich kaufen kann. Ich kriege aber auch einen für 4.000 und auf beiden kann ich eigentlich am Ende fast gleich schnell fahren. Auch wenn die Hersteller natürlich sagen, dass dann Aerodynamikvorteil ist bei dem High-End-Carbonrahmen. Das gleiche bei Autos. Ein Kleinwagen bringt mich auch von A nach B und ich kann auch mit einem Sportwagen fahren. Aber Messgenauigkeit beispielsweise, Haltbarkeit, gibt es schon? Ich meine, du verkaufst ja auch ihr, muss man ja sagen, seid ein ganzer Haufen, ein ganzes Team. Entschuldigung, liebe Leute von powermeter24.com, seid ein paar mehr. Na jedenfalls wird ja auch das mittlere Preissegment gekauft, ne? Beispielsweise so ein Quark bei 1.300, wie viel? Sind sogar günstiger geworden. Ja. Bei Quark haben sich die Preise ein bisschen nach unten orientiert. Da hat man einfach auf den Markt reagiert. Die lagen früher noch bei 1.500, 1.600 Euro und steigen jetzt schon bei knapp unter 800 Euro ein und gehen halt noch bis 1.200 Euro. Aber es gibt auch darunter halt Produkte. Stages ist mit Sicherheit viele von den Zuschauern schon gehört. Ein einseitiges Messsystem, auf das wir gleich nochmal eingehen, weil sich da auch ein bisschen was getan hat. Oder Garmin als einer der größten Hersteller für Radcomputer hat ein eigenes System auf den Markt gebracht, das auch einseitig und beidseitig misst und auch im unteren Preissegment ist. Und ganz klar, die günstigeren Systeme sind im Moment die, die einen hohen Zuspruch bekommen, weil sie natürlich auch eine ganz andere Käufergruppe ansprechen. Also wenn wir das am Schluss lernen von dir, Christoph, dass man sagt, was sollte ich ausgeben, was reicht für mich und so eine kleine Kaufberatung irgendwie, wo sollte man sich da, in welchem Preissegment findet man sich wieder, dann sind wir am Ziel. Und ich würde sagen, starten wir gleich rein in das Thema mit dem Pedal, das du als erstes gesetzt hast, gerade eben von der Reihenfolge her. Genau. Heißt jetzt nicht, dass es praktisch die Kaufempfehlung Nummer 1 ist? Nein, überhaupt nicht. Also ja? Es ist auch sehr, sehr schwierig. Viele fragen mich das immer, ob jetzt im Freundeskreis oder Kunden, und sagen, ja, welchen Powermeter soll ich denn kaufen? Dann sage ich, ja, es gibt nicht den Powermeter. Es ist so, als wenn du mich fragst, welches Auto soll ich kaufen? Du musst gucken,
was für Anforderungen hast du an den Powermeter? Willst du sehr, sehr genau messen oder möchtest du das System vielleicht leicht wechseln können von einem Rad aufs andere oder soll es besonders günstig sein? Und dann muss man gucken, von den Anforderungen, welches ist für dich das beste System? Fangen wir mal an mit dem ersten Garmin. Genau. Das ist ja, ja, wie ist das jetzt vom Preis? Ist es mittleres oder warum kosten die unterschiedlich viel? Wir haben zwei Stück hier. Genau. Garmin hat zuerst den Garmin Vector rausgebracht, also das erste wirklich funktionierende Pedalmesssystem. Das heißt, da ist die Leistungsmessung im Pedal drin, im Pedalkörper. Und hat dann später ein einseitiges System auf den Markt gebracht. Einseitig wahrscheinlich auch ein bisschen an dem Stages und an dem Erfolg vom Stages-Parameter, der einseitig misst, orientiert und dann auch im Preissegment ähnlich, also jetzt mit dem Garmin Vector 2S bei 849 ist also der Einstieg in die Leistungsmessung bei Garmin. Warum Garmin, warum wir das als erstes genommen haben? Ich denke, dass Garmin da einfach viel Bewegung in den Markt reingebracht hat. Klar, jeder kennt so einen Garmin GPS-Computer, ist auch mit Sicherheit die meistgenutzte Head-Unit für Powermeter, weil es einfach ein sehr verbreiteter ANT-Plus-Computer ist. ANT-Plus ist ja der Übertragungsstandard, mit dem die meisten Powermeter die Daten dann auf den Radcomputer übertragen. Aber das gilt ja für viele, also sobald genau. Die meisten... Genau, aber trotzdem, Garmin ist da einfach ein großer Player am Markt, denke ich, und haben das Thema Leistungsmessung auch für den breiten Sportler oder vor, der nicht so Experte in der Trainingssteuerung ist, etwas offen gemacht und haben halt jetzt zur Eurobike den Garmin Vector 2 vorgestellt. Sind ein bisschen überarbeitete Pedalsender, die waren leicht anfällig, ein bisschen brüchig, sind schon mal leicht kaputt gegangen. Das hat man überarbeitet. Ansonsten von der Messtechnik hat sich aber dann nichts verändert. Ist ein relativ zuverlässiges System. Was spricht dafür, das Pedal zu machen? Das Interessante für die meisten Kunden, Powermeter waren früher ja was sehr Spezielles. So ein SRM kommen wir nachher ganz am Ende nochmal zu. Das ist eine Custom-Made-Sonderanfertigung mit ganz, ganz tollen Details. Aber ich muss auch mein halbes Fahrrad umbauen, um das unter Umständen zu montieren. Und ich denke, dass im Moment am Markt sehr interessant diese Plug-and-Play-Systeme sind. Das heißt, einfach Powermeter nehmen, ans Rad schrauben, möglichst wenig verändern und ein Fahrradpedal wechseln. Das ist für die meisten Sportler relativ einfach. Ich kann es auch mit ins Trainingslager nehmen. Allerdings muss man da bei den Systemen aufpassen. Nicht jeder Pedalpowermeter ist wirklich so einfach zu wechseln am Ende, wie es dann scheint. Warum nicht? Hersteller. Warum Pedal ab, Pedal dran? Ja, bei dem Garmin muss man zum Beispiel das Drehmoment schon einhalten. Aber wie macht man das? Ich meine, man hat einen Pedalschlüssel, aber wie kommt man da an ein bestimmtes Drehmoment hin? Da braucht man einen Drehmomentschlüssel, der wieder mit einem Adapter in diesen 15er Maulschlüssel reinpasst, sodass man das halt entsprechend montieren kann. Und trotzdem ist das Garmin, kann man da als relativ pflegeleicht schon nennen, man kann es gut umbauen, aber Christoph, ich habe eine kleine Frage, und zwar vor zwei Jahren, glaube ich, war ein Bekannter von oder ein Freund mit im Trainingslager, er hatte das dabei, wunderbare Sache. Jetzt, wenn wir an einem steilen Berg mal richtig langsam waren, hat er die Gelegenheit genutzt, ist kurz vorm Rad abgesprungen und hat dann aus seinem Oberrohrtäschchen so einen langen Schlüssel rausgezogen und hat das Pedal kurz nachgezogen. Dann sage ich, was machst du denn da? Dann sagt er, ja, das verträgt nur wenig Anzugsmoment, dadurch kann sich das lösen und er justiert es dann nach. Dann sage ich, was ist das denn? Hat sich das geändert? Weil du hast ja gesagt, früher war das irgendwie kompliziert. Ich glaube, dann ist er da schon sehr penibel gewesen und hat es sehr, sehr vorsichtig gemacht. Wir haben unseren Kunden immer empfohlen, lieber ein zu niedriges Anzugsmoment als ein zu hohes, weil man sieht das auch, diese Pedalsender liegen zwischen der Kurbel und dem Pedal und werden halt eingeklemmt. Und bei einem zu hohen Anzugsmoment, war weniger ein Problem der Messgenauigkeit, sondern dass wenn man zu hoch angezogen hat, ist dieser Pedalsender schon mal an dieser dünnen Stelle hier oben. Genau, dieser Ring hier, der wird praktisch geknackt. Auf die Achse aufgefädelt. Genau. Und dann das Pedal angeschraubt. Genau. Und dann kriegt das praktisch Druck von der Schraube. Genau. Ah, okay. So, und ist keinesfalls ein Konstruktionsfehler von Garmin gewesen. Sehe ich überhaupt nicht so. Das Metall war relativ, ja, schon spröde, kann man sagen. Und nicht jeder montiert immer alles richtig. Und der ein oder andere, der dann vielleicht zu kräftige Oberarme hat und das dann einfach zu fest angezogen hat oder vielleicht auch nicht auf der Achse das genau aufgeschoben hatte, sondern das Ganze ein bisschen verkantet hat und ein bisschen hektisch vorgegangen ist, hat das dann da beschädigt. Das haben wir schon ab und zu mal so zurückbekommen. Muss man aber auch sagen, dass der Hersteller Garmin das sehr, sehr kulant gelöst hat. Also in nahezu allen Fällen, auch wenn man gesehen hat,
da hat sich vielleicht einer nicht ganz geschickt angestellt, sind die Teile einfach ausgetauscht worden. Also von deiner Seite aus durchaus noch eine Produktempfehlung für Leute, die ein einfaches System suchen. Du sagst ja, Plug and Play, einfach montieren, dran schrauben, taugt. Taugt, ja. Messgenauigkeit ist absolut in dem Rahmen, der für die Trainingssteuerung sinnvoll ist. Wenn man wirklich in den wissenschaftlichen Bereich geht, dann sind alle Pedalmesssysteme ungenau würde ich nicht sagen, aber da sind halt 5 oder 10 Watt mal nachher auf den tatsächlichen Wert Abweichung, die einfach durch diese Messtechnik und durch die Verwindung da nicht so ganz aufgenommen werden. Da sind Systeme wie das SRM oder das Quark oder auch das beidseitige Rotorsystem einfach konstruktionsbedingt im Vorteil. Und ich denke auch, dass die Hersteller am Ende gar nicht den Anspruch da haben. Was nicht heißt, dass die ungenau sind. Die sind fürs Training absolut genau. Lass mich kurz da einhaken. Wir gehen dann zum nächsten Produkt. Also ja. Kriegen wir es zeitlich nicht hin. Du hast ja, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 verschiedene, sehr interessante Modelle dabei, allesamt. Und das sind mittlerweile nicht mal mehr alle am Markt, weil es kommen ja schneller die Neuheiten auf den Markt. Als man. Werden wir ignorieren, dass wir, weil wir einfach nur 45 Minuten haben hier. Christoph, aber du hast jetzt das Stichwort Messgenauigkeit benutzt, ja? Jetzt gibt es ja 2 verschiedene Arten von Messgenauigkeit. Also das eine ist ja, dass praktisch, wenn du tatsächlich 200 Watt trittst, was zeigt das Gerät an? Genau. Beispielsweise es verschlammt immer irgendwie 10 Watt, es zeigt praktisch 190 Watt an. Ja? Genau. Aber die zeigt es dann auch jedes Mal an. Das ist praktisch die eine Art Ungenauigkeit. Die andere Ungenauigkeit ist es ja, wenn es mal so ist, ne? Wenn es praktisch genau. So streut. Mal zeigt es 210 an, dann am nächsten Tag wieder 190. Das ist ja irgendwie die fiesere Art. Ja. So, wie ist denn das jetzt bei den Geräten? Ist für den Kunden ja oder den Sportler am Ende fast nicht zu überprüfen. Wir testen alle Systeme immer wieder mal bei uns auf dem Zyklus 2. Ergometer, der eine oder andere kennt das, sind sehr, sehr genaue Ergometer, wo ich das Fahrrad reinspannen kann und ich kann halt wirklich dann Vorgabeleistung und die Powermeterwerte recht gut vergleichen. Und Produkte, die nicht funktionieren, also wir haben auch schon wieder von anderen Herstellern schon mal Anfragen gehabt oder neue Produkte, wo wir auch gesagt haben, nee, das ist noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann nehmen wir die gar nicht auf, weil es gibt genug Produkte, die funktionieren und warum soll ich ein Produkt aufnehmen in den Shop, das am Ende nicht so gut funktioniert, dass der Kunde unzufrieden ist. Da haben wir nichts von. Wir brauchen keine Unzufriedenheit. Aber ist denn die Messgenauigkeit jetzt was, wo sich die Produkte wirklich ausdifferenzieren lassen? Das heißt, wenn ich statt jetzt 700 das Doppelte ausgebe, 1400, das wäre, also da habe ich mehr Messgenauigkeit, kann man das so sagen? Ja und nein. Also die Messgenauigkeit sind die Kurbelsysteme immer noch etwas im Vorteil. Für mich ist viel wichtiger, das, was du eben angesprochen hast, die Reproduzierbarkeit. Das heißt, ich muss wissen, 190 Watt von heute im Training sind 190 Watt von morgen im Training. Und das ist das Entscheidende, womit ich eigentlich im Training arbeite. Und das ist vor allem ein Unterschied, wenn wir uns die jetzt im Moment schauen. Es sind neue Systeme in den Markt gekommen, es ist ein Preisgefüge, ein Rutsch nach unten gekommen. Früher waren Powermeter unter 1.000 Euro undenkbar. Wir haben jetzt eine Vielzahl von Systemen unter 1.000 Euro im Angebot und das ist mit Stages gekommen, die einseitig messen. Und viele andere Hersteller wie Garmin mit dem Garmin Vector S hatten einseitiges nachgelegt. Rotor hat ein einseitiges System gebracht. Und da muss man sagen, einseitige Messtechnik funktioniert, hat aber durch die Links-Rechts-Verteilung immer einen eingebauten Fehler, nämlich den des Körpers des Sportlers. Habe ich da eine Abweichung von 2-3%, rechnet die sich immer auf den Messwert irgendwo hoch. Unsere Erfahrung ist aber, dass die von einem Sportler relativ ähnlich immer bleibt. Das heißt, die Reproduzierbarkeit im Training ist trotzdem gegeben. Die absoluten Messwerte oder Vergleich Sportler 1 mit Sportler 2 mit Sportler 3, die sind mit den Systemen aber nicht so gut möglich. Das spielt dann eine Rolle, wenn ich beispielsweise eine Leistungsdiagnostik mache auf einem Ergometer und da sagt man dann der Leistungsdiagnostiker, fahr die und jede Einheit bei 200 Watt. Jetzt gehst du nach Hause auf dein eigenes Rad, hast ein anderes Messsystem und das zeigt dir halt was anderes an. Okay, das ist praktisch die eine Art Ungenauigkeit und die andere sagst du, wenn es praktisch aber reproduzierbar ist, also wenn es immer jeden Tag einfach 10 Watt verkehrt anzeigt, ist es jetzt nicht so das Drama, wenn man beispielsweise weiß, als Langstreckler, ich bin meine langen Intervalle immer gefahren bei 220 Watt und am Wettkampftag zeigt er mir dann auch genau diesen Wert wieder an. Das reicht ja eigentlich für die meisten. Ja, und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Man nimmt gerne Zahlen, die irgendwo stehen, als genau.
Aber eine Personenwaage ist auch nicht genau. Die hat auch eine Ungenauigkeit. Und die liegt, wenn man dann mal... 4 Kilo, oder? 10 bis 15, hoffe ich. die hat auch eine Abweichung. Und das hinterfragt man oft nicht so. Für mich sind alle Powermeter, die in einem Bereich von 5 bis 10 Watt auf den Anzeigewert eine Abweichung auf den tatsächlichen Wert haben, absolut zu gebrauchen in der Praxis. Und da braucht man sich gar keine Gedanken drüber zu machen. Frage beantwortet. Jetzt sind wir mit Garmin durch. Gehen wir zum nächsten, den ich da schon sehe hier. Ding, wir haben auch schon viel drüber gehört, PowerTap. Allerdings, PowerTap, das war doch immer irgendwie was anderes. Genau, PowerTap ist interessant, weil es einer der Hersteller ist, der schon sehr, sehr lange am Markt ist. Also nicht ganz so lange wie SRM, aber trotzdem mit der Narbe. Ich glaube, du fährst selber eine. Ich fahre eine Hinterradnarbe, da ist alles drin. Genau. Und praktisch, man kann einfach das Hinterrad reinstellen ins Bike, seiner Wahl, und dann Plug and Play funktioniert es. Ja. Allerdings, wenn man jetzt auf der einen Seite mal ein Wettkampflaufrad nehmen will und dann ein Trainingslaufrad und so, dann sitzt man halt ein bisschen in der Falle. Ja, genau. Und PowerTap ist einer der Hersteller, der wirklich einen Sprung gemacht hat da. Und zwar bietet PowerTap jetzt nicht nur die Narbe an, sondern bietet auch ein Pedalpowermeter an und bietet auch, kommen wir gleich noch drauf, ein System, was in den Kettenblättern integriert ist, an. Und das ist sehr interessant, weil sonst die meisten Hersteller eigentlich auf ihrer Messtechnik und ihrem Weg und ihrem Messpunkt irgendwo beharren und da bleiben. Und da hat sich PowerTap geöffnet und einfach auf den Markt reagiert. Das P1 ist vor allem deswegen sehr interessant. Man sieht, der Preis etwas höher als beim Garmin Vector. Aber das Interessante ist, man hat nicht diese Senderpods, die den einen oder anderen beim Garmin Vector stören. Und es ist vor allem wirklich ein echtes Plug-and-Play-System. Ich muss da keinen Einbauwinkel einhalten, ich muss nicht irgendwas justieren, sondern ich nehme einen Imbusschlüssel, schraube das fest und fertig. Und wirklich sehr interessantes Produkt. Im Moment ist ein bisschen die Verfügbarkeit. Wo kriegt das Ding Strom her? Die sind verbaut im Pedal, die Batterien auch. Können gewechselt werden. Genau. Kann man selber wechseln? Kann man selber wechseln. Hm. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Das genau. War eine Sache, die bei SRM, ich glaube, das ist auch immer noch so, echt nervig ist, dass man dann, oder kann man es mittlerweile selber? Ich habe früher mal... es sind Prototypen da gewesen, wo man Batterien zum Beispiel in der BB30-Achse drin hatte oder ich glaube, auf der letzten Eurobike wurde vorgestellt, wo der Akku verbaut ist, aber mit einem USB-Ladekabel geladen werden kann. Das ist immer noch... Es ist eine verkapselte Technik und wenn was dran ist, muss es getauscht werden oder muss es geserviced werden. Der Riesenunterschied aber da von SRM zu, muss man sagen, SRM ist sehr teuer, aber SRM ist custom-made und ist Handarbeit. Ich kann ein SRM-System, was 10 Jahre alt ist, zum Service schicken und dann wird unter Umständen Teile der Technik getauscht, dann wird eine neue Batterie eingebaut und ich kann das wieder verwenden. Das ist bei vielen anderen Systemen am Markt nicht der Fall. Wenn die irgendwann mal nach 2, 3, 4 Jahren unter Umständen kaputt gehen, gibt es da keine Servicemöglichkeit. Das ist tatsächlich so. Damals war das so bei meiner SRM-Kurbel. Batterie war leer, muss man einschicken, hat irgendwie 100 Mark damals noch gekostet. Ja, oder jetzt kostet es 100 Euro. Mhm. Aber sie kam dann auch geserviced zurück, ja. Also nicht nur die Batterie, sondern auch das Messkennfeld haben sie neu kalibriert und so. Hat mich trotzdem genervt. Weißt du, das ölige Ding weg und wann hast du so lange kein Fahrrad? Ist es auch. Ja. Vor allem das SRM-System, jetzt driften wir zwar von den einzelnen Produkten, aber das SRM-System ist die komplette Kurbel. Ich muss meine Kurbel rausnehmen. Habe ich überhaupt eine Ersatzkurbel, die passt? Hat die gleiche Kettenlinie? Für viele ist das wirklich sehr nervig. Das kann ich nachvollziehen. Jetzt sind wir bei dem Pedal. Du hast gesagt, Batterie ist drin. Kann man selber tauschen? Ja. Genau. Preis 13,50. Also, ich meine, im Vergleich zu einem Garmin macht mich das jetzt mehr an, weil da nicht eben dieser Sender, dieses Hütchen da dran ist. Ja. Und ist so eine tolle Sache. Wo ist der Haken? Ist kein Haken dran. Funktioniert sehr gut. Ich hatte es gerade eben schon angesprochen, Verfügbarkeit ist im Moment ein Problem. Es sind kleine Stückzahlen am Markt nur verfügbar und unter Umständen längere Wartezeit. Aber super interessantes Produkt. Also das heißt, das ist gut, aber sie geben es mir nicht. Das ist auch irgendwie fies, ne? Ja, das ist aber insgesamt in dem Powermeter-Markt noch ein grundsätzliches Thema oder ein Problem, dass die Hersteller entweder klein sind oder mit kleinen Stückzahlen arbeiten und darauf auch nur sehr schwierig reagieren können. Nächstes Produkt ist ebenfalls von PowerTap, aber da sind wir immer noch nicht bei dieser Narbe.
sondern bei diesem kurbelbasierten System. Bevor wir das ansprechen, das ist ja deutlich günstiger. Ja, es ist kein kurbelbasiertes, es täuscht. Es ist im Kettenblatt drin und kann an jede Kurbel angebaut werden. Es ist im Kettenblatt. Es ist im Kettenblatt drin, ja. Und ich kann aber zur Messgenauigkeit und so da noch nichts sagen, weil wir dort noch keinen Prototyp von gehabt haben. Aber wenn es im Kettenblatt ist oder im Stern, ja, ja, dann ist es ja eine beidseitige Messung. Da gehen ja die Kräfte von beiden Pedalseiten richtig, durch. Definitiv, ja. Genau, weil beidseitig ist immer, man muss unterscheiden, echt beidseitig. Das heißt, ich messe links und ich messe rechts und packe das ganze Ergebnis zusammen. Oder beidseitig in dem Zusammenhang, ich nehme die gesamte eingeleitete Kraft auf. Das ist zum Beispiel bei einem Quark, bei einem SRM oder bei einem Power-to-Max der Fall. Ich nehme die gesamte, oder jetzt auch hier bei dem C1, eingeleitete Kraft, die über die Kette ins Hinterrad übertragen wird. Wirklich sagen, was von links und was von rechts kommt, kann ich aber nur rechnerisch durch, dass ich irgendwelche Kurven mache und versuche da auszuwerten, mathematisch, was rechnerisch von links und was von rechts kommt. Wirklich das unterteilen können nur Powermeter, die wirklich aus zwei Powermetern bestehen, nämlich einem auf der linken und einem auf der rechten Seite. Das ist ja jetzt recht günstig. Ja. Dafür, dass es da wirklich beiderlei Krafteinflüsse misst, was vom linken Bein kommt, was vom rechten Bein definitiv kommt. Definitiv, ne? Ja. Und macht doch also eigentlich so einen schon an. Also das mit den Pedalen, ich habe irgendwie das Gefühl, also Pedal, das muss viel aushalten, dann stürzt man mal und da ist auch kein Platz und so. Mich macht irgendwie so kurbelbasierte, oder nee, das ist ja nicht kurbelbasiert, sagst du ja, sondern das Kettenblatt basiert, macht mich mehr an. Gutes Produkt? Wie gesagt, macht einen sehr, sehr guten Eindruck, und mit dem P1 haben wir auch gesehen, ist auf den Markt gekommen, funktioniert direkt sehr, sehr gut. Gehe ich dann von aus, weil es ja von einem Hersteller kommt, der mit Leistungsmessung Erfahrung hat, dass das bei dem C1 auch so sein müsste. Wir haben es aber noch nicht testen können und mir fehlen natürlich auch die Rückmeldungen aus der Praxis. Wie gut in der Praxis ein System funktioniert, wie defektanfällig es ist, dass, was du sagst, bei einem Sturz geht das wirklich kaputt, waren wir bei den Pedalpowermetern auch zuerst skeptisch. Wir haben aber schon größere Stückzahlen davon ausgeliefert. Und wenn wir was zurückbekommen haben, dann aus einem anderen Grund, aber nicht, weil da jemand draufgestürzt ist und das kaputt gegangen ist. Mhm. Muss man abwarten. Ich finde, so ein System muss sich immer am Markt bewähren erstmal. Also gucken, Garmin ist schon lange dabei, die wissen, wie es geht. Genau. Jetzt, wenn sie das Produkt entwickeln, dann werden sie vielleicht an der Front zu tun haben, wo kann man eine Dichtung verbessern und sowas. Aber was ist aus dieser Narbe geworden? Ist es outdated irgendwie? Macht man das nicht mehr oder gibt es die weiterhin? Garmin, meins PowerTap. Entschuldigung. PowerTap. Doch, die Narbe gibt es weiterhin. Die ist weiterentwickelt worden. Die Messtechnik liegt jetzt nicht mehr ganz im Narbenkörper drin, sondern etwas weiter außen. Kann da auch ausgetauscht werden, ist weiterhin verfügbar, auch vorhanden. Und ich finde es im Gesamtkontext, wenn man sieht, was wir haben beim Powermetern auf dem Markt, nicht so interessant als System, weil ich die Narbe immer als Teil vom Laufrad sehe. Und ein Laufrad ist für mich abhängig von den Anforderungen, die ich stelle. Zum Beispiel als Triathlet habe ich eine Strecke, die sehr flach ist und wo ich eher Aero-Werte habe, oder habe ich ein sehr bergiges Profil, wo ich vielleicht eher ein leichtes Laufrad, oder habe ich extrem starken Wind und will dann keine hohe Aero-Felge haben, weil ich seitenwindanfällig bin. Und das müsste ich ja alles mit der Narbe berücksichtigen. Müsste mir dann zwei oder drei Narben holen mit verschiedenen Hinterrädern. Und insofern sehe ich da einfach bessere Alternativen, weil es im gleichen Preissegment genauso gute Systeme gibt. Würde ich mittlerweile eigentlich genauso sehen, wobei ja, ich jetzt auch mal das loben will, die PowerTap-Narbe. Musst du ja auch. Nein, das ist ein wahnsinnig problemloses Teil. Ja, nur ich weiß nicht, ob sie immer zuverlässig in den Ruhezustand fällt. Ab und zu frisst sie Batterien. Das heißt also frisst, das sind dann so 2-3 Monate, ne? Dann tausche ich die aus. Aber das geht so wunderbar einfach. Zack, Deckel ab, so eine Knopfzelle rein für 1 €. Mein Gott, ja, ja. Und ich habe so ein ZIP 808, da werde ich jetzt das nicht gegen eine Scheibe ersetzen oder ja, so, das ist mir alles zu neu. Nein, aber du hast schon recht, es ist interessanter geworden, kurbelbasierte Systeme würde ich vielleicht jetzt auch favorisieren. Ja, vorausgesetzt. Ja, ich sehe Kurbel- und Pedalpowermeter, die sehe ich, ja. Da sehe ich die Messtechnik eigentlich an der Stelle. Da sind wir schon beim nächsten, das ist ja eigentlich jetzt hier auch historisch gesehen eine Besonderheit, dass du sagst, die haben den Markt wirklich
aufgeknackt mit ja, die haben mal kräftig gerüttelt und sind eingestiegen damals ab 6,99. Da war 699 Euro Ultegra, die 105er, 7,99 Ultegra, 8,99 für eine Dura-Ace. Dann sind die Preise mal aufgrund der Dollar-Preisschwankungen etwas nach oben gegangen. Jetzt sind sie gerade wieder ein Stück nach unten gegangen. Sogar man hat den Preis angepasst, weil auch andere Player im Markt sind. Und man sieht jetzt 719, auch der UVP-Preis, also nicht unser Shop-Preis, der ist ein bisschen günstiger. Das Besondere da ist, dass es wirklich sehr, sehr einfach zu wechseln ist. Es gibt das für die Shimano-Kurbeln, auch für ein paar andere Kurbeln von anderen Herstellern. Aber Shimano ist einfach interessant, weil wenn man sich die Räder anschaut, bestimmt 70-80% der Räder haben eine Shimano-Kurbel am Rad. Und mit einer 105 Ultegra und Dura-Ace kann ich da halt sehr, sehr viel ausstatten. Carbon-Kurbeln kommt ja jetzt allmählich irgendwie. Carbon-Kurbeln haben sie jetzt entwickelt. Das ging lange nicht, weil man sieht, die Messtechnik ist hier wirklich nur dieses kleine Kästchen, was auf der Innenseite des Kurbelarms aufgeklebt ist. Genau. Und man sieht, es ist auch nur der linke Kurbelarm. Das heißt, die Leistung wird hier auf der linken Seite aufgenommen, wie bei den einseitigen Pedalpowermetern, und dann hochgerechnet auf die Gesamtleistung. Hat halt die Schwäche, die ich eben gesagt habe, Links-Rechts-Verteilung hat immer einen kleinen Einfluss und ist somit vielleicht absolut gesehen nicht so genau wie ein SRM, ist aber von der Reproduzierbarkeit sehr genau. Team Sky fährt mit dem Powermeter. Wenn es für die reicht, sollte es für die meisten Hobbysportler auch reichen. ANT Plus, Garmin-Kästchen vorne dran, genau. Funktioniert. Es gab mal, wenn man so durch die Foren guckt, ne, dann oft auch so ältere Einträge, wo es hieß, ja, vielleicht von der Wasserdichtigkeit irgendwie problematisch. Hm. Ist das noch der Fall oder hat sich das gebessert? Also man muss es unterscheiden. Das ist, was wir jetzt hier sehen auf dem Bild, ist die neue Version, die jetzt gerade vorgestellt wurde auf der Eurobike. Und bei den Shimano-Modellen liefern wir auch nur noch die jetzt aus. Bei den anderen Kurbeln kommt das nach und nach. Ist also eigentlich die Version 2. Das Kästchen ist insgesamt, wenn man hier sieht, ein bisschen schlanker geworden. Früher baute der etwas höher, der Kasten. Und die Schwachstelle war in der Tat der Batteriedeckel. Also hier ist so eine Knopfzelle drunter. Und dieser Batteriedeckel war sehr leicht. Insgesamt die ganze Elektronik wiegt nur knapp 15 Gramm. Da weiß man, ist dieser Deckel mit Sicherheit nicht sehr schwer gewesen. Mhm. Und da sind Haltenasen dran gewesen, also diesen üblichen Mechanismus, wie man so eine Knopfzelle wechselt, drehen und öffnen. Allerdings sind die Haltenasen wirklich sehr dünn gewesen und ist man da mit ein bisschen Gewalt dran gegangen, hat also nicht sauber gedreht. Bei uns wusste jeder im Service, wie das gemacht wird. Wenn ich es in die richtige Richtung drehe und öffne und meine Batterie einlege, dann funktioniert das. Und kann es auch wieder verschließen und kann das auch 100 Mal hintereinander machen. Ich habe mal jemanden gesehen. Drehe ich in die falsche Richtung oder versuche das aufzuhebeln, hat das halt da sehr schnell geknackt. Und in der Tat sind viele, viele, viele Systeme da zurückgelaufen mit, oder wir haben einfach nur Batteriedeckel rausgeschickt, wieder neue Batteriedeckel, dass das Problem behoben wurde. Und was du angesprochen hast mit der Batterielaufzeit, was auch in den Foren steht, ist eigentlich ein Problem dieser Deckel auch gewesen. Dann, wenn der Deckel nicht richtig verschlossen ist, die Batterie etwas lose drin liegt und das immer wieder zum Kontakt, kein Kontakt kommt, einschalten, ausschalten und dann der Powermeter einfach schnell leer ist. Wobei man sagen muss, alle Powermeter sind natürlich elektronische Geräte und da liegt immer so ein bisschen, wenn es eine Schwachstelle gibt, ist es, dass Batterien zum Beispiel schnell gefressen werden, weil sich das Gerät nicht sofort ausschaltet nach dem Betrieb oder aufgrund, viele arbeiten ja heute mit einem Bewegungssensor, der so empfindlich ist, dass man bewegt das Rad kurz oder es schwankt in der Garage durch den Luftzug und sich dann wieder der Powermeter einschaltet und eine ganze Zeit lang sucht. Oder man lehnt es mit der Kurbel gegen ein anderes Rad, das man zu Hause stehen hat. Das verrutscht einfach ein bisschen. Und das kriegt da immer so ein bisschen Druck. Vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Ja. Ich war schon Zeuge, wo jemand praktisch diesen Deckel abmachen wollte und dann hat er gesehen, da bräuchte man jetzt eine Münze. Genau. Mist, habe ich keine. Und dann praktisch wie so ein Meißel den Schraubenzieher angesetzt. Ja, das kann man mit leichten Schlüsseln und dann zack, abgeknallt. Ich weiß so, wie es dann so ist. Aber ich kann mir vorstellen, wie so Leute dann zum Händler gehen und sagen, nein, das habe ich natürlich ganz, da habe ich Zeugen, das habe ich...
Verstehst du? Nein, also wir haben wirklich, wir haben viele von den Deckeln rausgeschickt und es ist gut, dass es jetzt geändert wurde. Der neue Deckel ist viel, viel stabiler, ist massiver gemacht, hat viel größere Haltenasen und einen Ring fast und ich denke, dass das Problem damit komplett erledigt ist. So eigentlich als Konzept und auch zu dem Preis schwer zu toppen. Ja, muss man sagen. Einfach auf der linken Seite zu montieren. Wenn es läuft, läuft es sehr zuverlässig. Fast keine Ausfälle. Ist ein gutes System auf jeden Fall. Wenn einer sagt, ich will das Zuverlässigste und das Genaueste, wird er da fündig? Blöde das, Frage von mir. Ja, nee, das Genaueste nicht, weil es misst einseitig. Mhm. Hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Und das Zuverlässigste, ja, was ist das? Das zuverlässigste System. Muss man es kalibrieren oder wie ist es, wenn ich jetzt das bei 20 Grad im Wohnzimmer stehen habe, jetzt gehe ich raus im Winter, draußen hat es 1 Grad. Misst es dann noch gut und so diese Dinge? Ist es so? Es ist sehr unempfindlich, was Temperaturschwankungen, Witterungsverhältnisse, auch bei Feuchtigkeit kann man eigentlich problemlos damit fahren. Das ist nicht das Problem. Absolut gesehen, das genaueste System ist es nicht, weil es eine einseitige Messung ist und da halt auch immer, es arbeitet ja auch nur mit deutlich weniger den Messstreifen, also reduziert die Technik, aber das sehr gut und funktioniert. Du sagst, es ist reproduzierbar und man kann schon vernünftig mitarbeiten. Ist, ja. Ist das so am Markt das meistverkaufte Modell? Weißt ich denke, ist ja immer schwierig. Also wir haben recht große Verkaufszahlen. Wir können natürlich auch einen guten Überblick über den Markt geben. Den wollen wir natürlich auch nicht immer rausgehen. Es ist das meistverkaufte okay. Moment, denke ich schon. Gucken wir das nächste an. Habe ich gar nicht gekannt. B-Pro gibt zwar eine jede Menge Werbung, fällt mir jetzt erst auf. Woher kenne ich denn B-Pro? Jetzt ist es tatsächlich so ein Messpedal. Ich dachte erst, das ist irgendwas anderes. Aber jetzt hier auch so ein kleiner Knubbel an der Achse. Wie ist das? Preis sehr verführerisch, 499, sag mal was dazu. Ist das, genau, also wenn du fragst, gibt es da jetzt jemanden Gamechanger, der da mal jetzt richtig was ändert? Und das kann man auch mit Hinblick auf die anderen einseitigen Systeme sehen. Ich denke, ist immer schwierig zu sagen, wie ändert sich der Markt? Oder ich kann auch nicht in die Glaskugel schauen und sagen, jetzt in 2 Jahren ist das so. Ich denke, dass die einseitigen Systeme den Markt geöffnet haben in dieses Segment, weil die Hersteller da was unter 1.000 Euro reingegeben haben, den Markt für Powermeter viel interessanter für viele Kunden gemacht haben. Viele, die sagen, okay, 800 Euro oder 700 Euro, das gebe ich aus für einen Powermeter. 3.000 ist mir zu teuer, kann ich nicht oder will ich nicht. Das muss man verstehen. Und dass diese einseitigen Systeme zum einen den Markt geöffnet haben, aber wenn wir jetzt gucken, das B-Pro ist also ein Pedal-Powermeter wie das Garmin Vector, also sehr ähnlich, man sieht es ja schon am Namen, B-Pro Pro und B-Pro S, genau wie beim Garmin Vector S, S für Single. Finde ich nicht ganz so geschickt gewählt, dieses S, weil viele Kunden denken immer, dass die S-Variante wahrscheinlich von Sport, ist das teurere, ja, dachte ich auch, ist aber das billigere. Da hat er vielleicht nicht ganz nachgedacht. Also das B-Pro S ist die einseitige Variante, das normale B-Pro beidseitig. Und da muss man sagen, das ist ein Game-Changer, weil wir liegen jetzt hier mit 749 Euro im Preisbereich zum Beispiel von einem Stages, einseitige Messung, oder im Preisbereich von einem Garmin Vector S, einseitige Messung. Das B-Pro bietet da aber einen echten beidseitigen Powermeter links und rechts an, also sogar noch ein Stückchen mehr, als ja die Kurbelsysteme liefern, die zwar beidseitig die Kraft aufnehmen, haben wir immer gesagt, mhm. aber nicht links und rechts messen können. Das heißt, selbst Cycling Dynamics, also weitere Analysemöglichkeiten, wie viel fahre ich im Sitzen, wie viel im Stehen, wo leite ich die Kraft ein, kann das System auch. Ist noch relativ unbekannt am Markt. Wir sind auch einer der wenigen in Europa, der das im Moment vermarktet. Favero ist der Hersteller. Finde ich, ist auch interessant. Das ist kein absoluter Neuling im Markt, ist kein Start-up-Unternehmen, was ja immer gefährlich ist, denke ich, für einen Kunden. Da erfindet jemand ein Produkt, geht dann als Startup in den Markt rein und dann muss man ja gucken, wie bewähren die sich am Markt. Das sind Familienunternehmen in Italien, die aus der Mess- und Regeltechnik kommen für Sportelektronik, machen viel im Fechtsport und haben dadurch natürlich eine ganz andere Erfahrung, Produkte zu entwickeln und dann in den Markt reinzubringen. Und wir haben die Produkte vorab getestet, sind absolut auf Augenhöhe mit den anderen Pedal-Powermetern, Messgenauigkeit sehr gut und ja, wir sind sehr überzeugt davon.
Nachteil da ist, wenn man von einem Nachteil spricht, ist im Moment eine sehr lange Lieferzeit. Heißt? Ungefähr 6 bis 8 Wochen im Moment bei uns. Wenn man beim Hersteller direkt bestellt, was natürlich auch geht, liegt man mittlerweile schon bei 3 bis 4 Monaten. Wir haben etwas vorgeordert und können dadurch halt den Markt ein bisschen schneller bedienen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls ihr diesen Beitrag im Jahr 2020 entdeckt, bei uns im Filmarchiv oder bei YouTube, wir haben jetzt das Jahr 2015 und wir reden über 2016. Das heißt, diese Lieferprobleme, die sind vielleicht in der Vergangenheit und jetzt nicht mehr. Also nicht vertagen, Christoph fragen. Genau. Und dann wisst ihr Bescheid über die aktuelle Situation. Favero, B-Pro, jetzt ganz kurz. Finde ich aber wichtig trotzdem zu sagen, weil wenn man so ein Produkt, aber für jemanden, der sich jetzt in der, für die neue Saison beschäftigt, hochinteressantes Produkt. Weil Pedalsystem? Look, Shimano, Platten. Look, wie alle Pedalsysteme, Look. Wir haben schon versucht, da mal zu finden, warum alle Pedalpowermeter auf Look basieren. Ich denke, weil man die Teile sehr gut zukaufen kann und vielleicht haben die eine Marktanalyse gemacht und Look ist das meistgefahrene Pedalsystem. Vielleicht sind es auch Patentrechte, dass auf einem Time oder auf einem Shimano-Pedal irgendwelche Patente liegen und man es deswegen nicht verwenden kann. Alle Pedalpowermeter sind Look zurzeit. Alles ist Look und wir gehen mal in den Chat. Viele Grüße an alle, die im Chat aktiv sind. Können wir mal ein paar Zuschauer fragen. Christoph, an dich, ich lese die mal vor. Und zwar, hallo, ich kann den Powermeter von 4iii empfehlen oder 4iii. Funktion, ja. Aufbau wie Stages, kostet ca. 450 Euro inklusive Zoll aus Kanada und hat in 4 Monaten nun keine Probleme gemacht, schreibt K. Sachen aus Hamburg. Wie spricht ihr das? 4i? Also, die haben auch 4 i's dahinter. Das, ich glaube, das sind nur 3. Aber 4i, die haben vorher so ein bisschen ANT-Plus-Zubehör gemacht und haben praktisch einen Stages-Powermeter, also die Elektronik, die auch so aufgeklebt wird. Aber der Kunde kann das selber machen, beziehungsweise man kann die Kurbel einschicken und es wird dann aufgeklebt. Wie er schreibt, es ist im Moment nur in den USA und in Kanada erhältlich. Also da ist die Kurbel gar nicht dabei? Nein, ist keine Kurbel dabei. Okay, drum ist es so günstig. Genau. Also eigentlich muss man sagen, ist die Frage, ob das billiger ist als ein Stages-System, weil der Kurbelarm ist noch nicht dabei, sondern es ist nur die Elektronik. Wir sind in Kontakt mit 4i. Es gibt im Moment noch keine Vertriebsrechte für Europa. Sollte das kommen und wir haben es getestet, werden wir es mit Sicherheit sofort im Shop haben. Ist zwischen der Hochrechnung à la Stage, ne? Also diese Kurbel, linke Seite, Kästchen dran. Also bei tatsächlich einseitiger Messung und einer Hochrechnung auf links-rechts, bei der Messung am Spider-Kettenblatt à la Quark Power to Max ein nennenswerter Unterschied. Also die Frage nochmal. Ich habe sie, glaube ich, verstanden. Aber unsere Zuschauer vielleicht noch nicht alle, oder? Okay. Also wir haben praktisch einmal ein Messsystem, das in einem Kettenblatt oder in der Spider misst. Und da müssen ja alle Kräfte durch, sowohl von der linken Kurbelseite als auch von der rechten. Wenn man jetzt da misst, ist von beiden Kurbeln die Kräfte drin. Im Unterschied dazu, Stages misst nur links und rechnet dann im Prinzip mal 2, genau. So vereinfacht gesagt. Jetzt ist die Frage, ob das einen nennenswerten Unterschied macht überhaupt. Wir haben ja eben gesprochen über Reproduzierbarkeit und absoluten Wert. Auf den absoluten Wert macht es in dem Moment einen Unterschied, wenn ich zwischen linken Bein und rechten Bein einen Unterschied habe. Das heißt, habe ich zum Beispiel 48% links und 52% rechts, ist ja der Fehler, den ich links messe, 2%. Und den multipliziere ich ja noch. Das heißt, mir fehlen nachher 4% auf den absoluten Messwert. Das heißt, selbst wenn das System an sich 100% genau misst, die 50%, also 100% genau aufnimmt, habe ich dann schon durch die Links-Rechts-Verteilung 4% Abweichung auf den tatsächlichen Wert. Interessanterweise sind die Messwerte, die wir in der Praxis haben, gar nicht so weit in der Abweichung, wie das jetzt rechnerisch erscheint. Das heißt, die haben in der Elektronik noch irgendwelche Kompensationsrechnungen drin, die das Ganze noch ein bisschen näher aneinander angleichen. Aber habe ich zum Beispiel dadurch, dass ich eine Knieverletzung hatte oder an der Hüfte was hatte, eine größere Links-Rechts-Disbalance, dann geht das schon in den Bereich, dass ich zum absoluten Wert eine Abweichung habe. Ein Kurbelpowermeter, der die gesamte Kraft misst, hat nur seinen internen Messfehler. Also das heißt, welche Abweichung
wenn ich 200 messe, was kommt raus? Und diese Links-Rechts-Balance wird nicht aufgenommen. Insofern ist ein einseitiger Powermeter immer etwas ungenauer als ein beidseitiger. Außer ich habe genau 50-50. Du hast ja auch gesagt, wenn es jetzt die ersten beidseitigen Systeme gibt, ne, die rechts und links messen, und die sind preislich jetzt immer näher an die einseitigen Systeme, dann werden die einseitigen irgendwann aussterben. Da muss man gucken, was im Markt passiert. Stages gibt es im Moment nur einseitig. Ich glaube nicht, dass es ein beidseitiges Stages geben wird, weil dann müsste ja die rechte Messtechnik müsste an einem Dura-Ace oder einem Ultegra-Kurbelarm auf der rechten Seite, wo Kettenblatt und alles mit dran ist, das hat keinen wirklichen Preisvorteil, weil eine Dura-Ace-Kurbel kostet schon über 400 Euro. Und es geht auch dieses Alleinstellungsmerkmal weg. Es soll nicht das allergenaueste System sein, sondern ein einfaches, das für einen großen Anteil der Sportler aber ausreichend ist. Ich denke aber, das, was ich eben gesagt habe, dass die Einseitigen am Ende ein Türöffner sind, weil wenn 4i zum Preis von einem Stages ein beidseitiges System bringt, es gibt aus Israel ein System, Powerbeat heißt das, von Watt Team, einem Startup-Unternehmen aus Israel, sehr ähnlich wie das 4i, das auch in so einem ähnlichen Preissegment, ist jetzt auf der Interbike vorgestellt worden, wird auch im Moment nur in den USA vertrieben, also auch um die 500 Euro, wahrscheinlich mal irgendwann Verkaufspreis in Europa, auch beidseitig. Wir sehen das Favero-Pedal mit 749 als Pedalsystem beidseitig. Dann ist die Frage, werden die einseitigen Systeme noch billiger? Glaube ich nicht, weil das funktioniert irgendwann nicht mehr und das dann beidseitige Systeme in einem Preissegment auch deutlich unter 1.000 Euro möglich sind. Kommen wir zum nächsten, Christoph. Danke, dass du das immer so kenntnisreich hier uns hier präsentierst. Ich rede zu viel, ne? Nein, wunderbare Sache. Und lernt man jeden Moment, soll ja auch so sein. Aber jetzt hier noch neuer ein Pionier. Ich meine, dass der was mit Elektronik am Hut hat, das wissen wir. Haben wir früher alle immer Raubkopien gemacht aus den Kassettendecks und sowas. Das war noch ich kenne die auch nur mit Autoradios. Also bis sie es auf den Markt gebracht haben. Ist für viele neu, sind aber schon relativ lange da dran. Also wir haben das erste Pioneer vor 2 oder 3 Jahren schon getestet, war damals bei einem Rabobankfahrer noch, bei einem Profi, der das am Rad hatte, und wir haben es seitdem immer wieder im Auge gehabt und beobachtet. Hier ganz interessant ist, der Powermeter kann in die bestehende Kurbel, allerdings nur Dura-Ace und Ultegra-Kurbel, eingebaut werden. Und was ich auch sehr interessant finde, ja, das Kistchen muss ja hier dran. Ja, genau. Und wie macht man das dann? Ja, das kann man nicht selber machen. Ah, okay. Das muss ein Fachhändler machen. Ist auch schon aufwendiger. Und das ist dann im Preis dabei? Oder? Das ist im Preis dabei. Die Installation ist da komplett mit drin. Und Pioneer hat halt auch einen eigenen Radcomputer. Was ich auch recht interessant finde, weil wenn wir jetzt im Moment beobachten, es kommen immer mehr Hersteller für Powermeter in den Markt rein. Arbeiten muss ich aber mit meiner Head Unit, also das, wo ich meine Daten ablese, mit so einem Garmin oder CycleOps oder welchem Computer ich mich dann entscheide. Und nur SRM und Pioneer haben da wirklich Geräte, die auf dieses Bedürfnis Leistungsmessung zugeschnitten sind, auf den Markt gebracht. Sieht man 299 Euro für den Radcomputer. Gerade den Computer finde ich sehr interessant. Bei dem Powermeter, wenn wir gerade nochmal zurückgehen, 1.399 und 899 ist die Single-Variante. Die Single-Variante kann man eigentlich direkt vergleichen mit dem Stages. Sieht aus wie ein Stages. Ist also auch die Elektronik nur auf der linken Seite. Da wird auch die ganze Kurbel mitgeliefert. Und bei der dualen Version muss es in die bestehende Kurbel dann eingebaut werden. Jetzt sieht man hier schon Linksmessung, Rechtsmessung. Genau. Und interessanterweise auch, in welche Richtung die Kraft aufs Pedal gebracht wird. Genau. Das ist ja auch ein interessantes Feature. Ich meinte hier diese beiden Sachen. Und das könnt ihr jetzt wahrscheinlich so ohne weiteres gar nicht erkennen, aber man sieht genau, also wo ist keine Kraft auf dem Pedal, wo sind die Totpunkte und wo ist da tatsächlich was zu wo kommt Kraft aufs Pedal. Ja. So, das kann ja noch eine ganz lustige Spielerei werden, wenn man so Effizienzmessungen irgendwie macht, also nicht unendlich. Kann man, sind ja auch viele Hersteller, die da jetzt hingehen, ob da auch Garmin mit Cycle Dynamics. Als Trainingswissenschaftler habe ich da ein bisschen andere Sichtweise, weil ich glaube, dass manchmal ist weniger mehr. Also gezielt nach Leistung zu trainieren
Und einfach mal zu sagen, ich fahre, wenn ich Grundlagentraining fahre, zwischen 180 und 220 Watt, wenn das in meinem Leistungsbereich stimmt, dann erreiche ich schon unglaublich viel. Wenn ich jetzt noch versuche, 1% Links-Rechts-Verteilung, wenn wir überlegen, wie viel ist denn das, wenn ich 200 Watt mit beiden Beinen leiste und ich habe eine Abweichung von 1 oder 2% zwischen den Beinen, jetzt will ich willentlich da 1 oder 2 Watt oder 10 Watt mit dem einen Bein mehr treten, und die meisten Neulinge mit dem Powermeter haben Probleme, innerhalb von einem Fenster von 40, 50 Watt zu fahren, dann sieht man recht schnell, damit bringe ich mehr durcheinander, als dass ich was dazu gewinne. Also ich würde den meisten Neulingen im Powermeter-Bereich empfehlen, sich erstmal nur auf die Wattwerte zu konzentrieren, die in der Trainingssteuerung sinnvoll einzusetzen und dann Schritt für Schritt zu gucken, ob man vielleicht mehr machen will. Sonst wertet man nachher 10 Stunden aus und trainiert 30 Minuten. Das bringt auch nichts. Das ist sowieso so ein Punkt, Christoph. Das ist ja alles nett. Aber erstmal schmeißt einen so ein Ding ja nur einen Haufen Zahlen an den Kopf. Genau. Und man muss dann schon auch die Motivation mitbringen, damit was anzufangen, ne? Damit man da was rausholt auch aus dem Gerät. Ja. Habe ich, ich glaube, gestern oder vorgestern noch ganz interessant im Tourforum einen Beitrag gesehen. Da hat jemand geschrieben, welchen Powermeter für jemanden, der nicht mit dem PC viel arbeitet. Und dann kamen direkt unterschiedliche Beiträge von verschiedenen Teilnehmern. Und sie haben gesagt, ja, dann kauft ihr gar keinen Powermeter, wenn du das nicht auswertest. Würde ich dir nicht empfehlen, du musst auch mit den Daten richtig arbeiten. Das sehe ich nicht ganz so. Also in meiner aktiven Zeit selber habe ich auch sehr konsequent mit dem Powermeter trainiert. Aber ich habe eigentlich nicht, ich habe natürlich auch die Daten analysiert und habe Leistungsentwicklung berücksichtigt, aber ich habe es oft als echtes Biofeedback einfach verwendet. Das heißt, ich bin meine Trainingseinheit gefahren und habe geguckt, dass ich in dem entsprechenden Bereich war. Und ob ich jetzt am Ende dann 70% oder 90% in dem Bereich war, habe ich dann nochmal drauf geguckt und habe das zur Kenntnis genommen. Aber für mich entscheidender war, die Trainingseinheit möglichst effektiv zu gestalten. Und ich habe damals 25, 28 Stunden die Woche trainiert, dann wollte ich nicht noch 5 Stunden auswerten. Man muss nicht unbedingt vor dem Rechner das alles analysieren. Nein, muss man nicht. Muss man nicht. Triathleten machen sie oft so, das ist ja natürlich auch bekannt, dass man sich so das Langdistanz-Wettkampftempo überlegt, wo könnte das genau liegen. Dann fährt man seine Intervalle, 4x30 Minuten, sagt sich, jetzt fahre ich mal bei 220 Watt, fragt mich dann hinterher nach dem Abendessen zu Hause, war das realistisch oder wie hat es sich mal ehrlich jetzt angefühlt? Ne? Dann sagt man, ah, komm, geh das nächste Mal 5 Watt raus, 215, dann fährst du das nächste, brauchst du keinen Rechner dafür. Ne? Dann merkst du das einfach, dann gehst du nächste Woche gehst dann mit 215 Watt in die Einheit, machst sie wieder, überlegst dir wieder, wie ist es gewesen. So kann man es ja auch machen. Und bei allem Powermeter muss man am Ende sagen, der Körper ist ja nicht digital. Eine Leistung, die ich heute abrufen kann, kann ich nicht morgen abrufen und kann ich auch nicht übermorgen abrufen. Also da ist schon auch Bei all dieser Technik sollte man, das soll man auch jungen Sportlern, denke ich, irgendwo vermitteln, man darf sich nicht blind auf den Powermeter verlassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine lange Distanz angehe und je nach Leistungsstand dann auf dem Rad 300 oder die Spitzenleute fahren, glaube ich, 330, 340 Watt im Moment über die lange Distanz. Ja, nicht ganz. 300, ja. Sagen wir mal. Oder 300. Das ist ja auch schon eine Menge Holz, du. Geht auch, ja. Ist ja immer davon abhängig, wie schwer der Sportler auch ist. Wenn ich dann aber merke, ich habe mein Pacing geplant mit 300 Watt und ich merke nach 20, 30 Kilometern von meiner Rückmeldung vom Körper, das geht nicht, dann kann ich darauf ja reagieren und gehe auf 280 oder auf 290, weil was bringt es nur, weil ich sage, ja, rechnerisch muss es klappen, also fahre ich mich mal an die Wand. Das bringt überhaupt nichts. Das ist immer nur ein Input von mehreren. Puls, Watt und Gefühl. Gefühl, ganz genau, zusammen. Das ist ganz wichtig. Und es kann ja auch sein, und umgekehrt, wenn ich das Gefühl habe, es geht eigentlich super locker, 300, 320 geht auch, dann muss man die mitnehmen für die Zeit. Ich mache so, wenn man sich wahnsinnig stark fühlt, dann ist ein Powermeter dafür da, dass man sich ein bisschen bremst und sagst, hör zu, das reicht jetzt erstmal so, fahren wir so weiter, wird schon noch später schwer. Wenn man aber einen schlechten Tag hat, dann merkt man schon, die Leistung kannst du heute nicht fahren. Also guck dir jetzt gar nicht mehr groß drauf, sondern richtig nach deinem Gefühl, was der Körper drauf hat. Ja, ja, so. Und dann kann man ja trotzdem auch, wenn man dann sagt, okay, und das kann ich aber, wenn ich einen schlechten Tag habe und ich habe schwere Beine, dann wird es ja immer schwieriger einzuschätzen, wie groß ist, was bringe ich denn jetzt noch an Leistung? Und dafür kann man es einfach super nutzen. Also jetzt haben wir ein kleines bisschen gehört aber dazu. Ne? Gehört auch dazu. Wir haben noch eine Zuschauerfrage und dann machen wir weiter mit dem Rotor InPower. Das ist dann schon gleich hier das nächste Bild. Und zwar schreibt uns Triathlon Eagle. Und noch ein Zuschauerkommentar gleich von an Christoph. Es würde mich interessieren, warum Powermeter 24 Power to Max nicht im Programm hat.
Es ist in unserer Gegend relativ stark verbreitet. Danke, sehr interessantes Thema, schreibt Triathlon Igel aus Schwabach. Hat am Ende eigentlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass Power2Max sich in Deutschland eigentlich auf den Direktvertrieb konzentriert. Also so wie Canyon zum Beispiel. Warum hat der Radhändler Canyon nicht im Programm? Weil der Radhändler Canyon nicht kaufen kann. Mhm. In anderen Ländern ist das anders. Das heißt, man kann in Europa schon in manchen Ländern über Importeure einkaufen. Da es aber aus unserer Sicht vom Preissegment her und vom Service und von der Defektanfälligkeit und wir in einem Servicefall dann wieder aus Deutschland rausgehen müssen, für uns nicht so interessant ist, haben wir gesagt, da platzieren wir das Produkt nicht. Wenn Power2Max einen Händlervertrieb machen würde, könnte man es vielleicht drüber nachdenken. Wobei ich es im Moment, jetzt müsste ich überlegen, wo genau, die sind ja mit dem Power2Max S Spider auch noch teurer geworden, also über die 1000 Euro. Ich sehe die eigentlich im Moment gar nicht so im Vergleich zu den anderen Systemen. Frage beantwortet und die nächste Frage kommt von Mac Patrick aus Neustadt. Und er schreibt, hallo ans Studio, könntet ihr bitte mal die Top 3 der zuverlässigsten Powermeter nennen? Bitte nach absoluter Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit. Aha. Falls möglich, bitte mit der Angabe, welche Erfahrungen es zu der Abweichung gibt. Vielen Dank, tolle Sendung, Spitzengast, schreibt McPatrick aus Neustadt. Danke. Die Top 3 zuverlässigsten und genauesten. Das ist schon sehr, sehr schwer. Ich bin schon nach wie vor, es geht ja jetzt wirklich tatsächlich nur um Messgenauigkeit. Preis hat er nicht gefragt. Preis nicht. Dann würde ich tatsächlich sagen SRM Quark Rotor. Die sehen wir jetzt alle gleich noch. Das sind, SRM ist super teuer, keine Frage. Aber ich habe ein System, was ich irrsinnig genau kalibrieren kann, unter Umständen auch nochmal nachkalibrieren kann, was viele von den anderen Herstellern gar nicht anbieten, ist bei einem Power2Max unmöglich. Es ist eine vergossene Technik, die kalibrieren auf einem Prüfstand ohne Kettenblätter. SRM macht das mit jedem einzelnen System. Quark ist dann ungefähr zum halben Preis von einem SRM, aber ungefähr gleiche Genauigkeit, muss man das sagen, ist auch eine sehr, sehr ähnliche Technik, ähnlich wie die DMS-Streifen. Und das beidseitige, das Rotor-Dual-System mit linkem und rechtem Kurbelarm ist auch in allen unseren Vergleichstests super genau gewesen. Da ist beim Service, wir haben nicht viele Defekte, wenn aber was defekt ist, muss das den Weg über Italien und Spanien gehen. Da ist von Aachen nach Jülich schneller. Aachen-Jülich, was ist da? Was ist 20 Kilometer. Und das was ist Jülich ist SRM. Ah, okay, das ist halt ja. Genau, und SRAM ist in Nijkerk, also in Holland, ist da für uns auch näher und schneller. Was ich denke, wenn ich so ein hochpreisiges System habe, am Ende, so ein bisschen Porsche oder Ferrari, der Porsche ist weniger in der Werkstatt und wenn, ist er schneller zurück. Und beim Ferrari muss ich erstmal 300 Kilometer fahren, bis ich eine Werkstatt finde. Und da bleibt es dann zwei Wochen. Die haben Angst vor dir in Jülich, die wissen, der Lörks, der kommt mit einer Sense vorbei, wenn wir uns nicht beeilen. Und da sind sie hinter den Alpen, fühlen sie sich sicher. Aber jetzt haben wir hier das Rotor InPower. Ab 799 wird InPower, der Name ist ja klug gewählt bei dem Produkt. Ja, auf jeden Fall. Vor allem da ist ja, hier, wir haben ein einseitiges Messsystem, wobei die Messtechnik hier nicht wie beim Pioneer oder beim Stages oder bei dem 4i, bei dem angesprochenen, im Kurbelarm liegt, sondern die Messtechnik liegt im Innenlager. Und jetzt fragt man sich, warum im Innenlager dann einseitig, müsste ja eigentlich beidseitig sein, ist beides. Und wer so ein bisschen zurückdenkt, vor 2005, der kennt vielleicht noch das Ergomo-System und das hat auch im Innenlager gemessen. Und wenn man im Innenlager misst, kann man nur die Verwindung messen und man muss einen Bezugspunkt nehmen, der praktisch die Null immer setzt und die Verwindung kommt von der anderen Seite. Das heißt, die Verwindung wird nur auf dem linken, die Kraft auf der linken Seite wird gemessen und die Verwindung wird berücksichtigt. Das heißt, einseitiges Messsystem wie in Stages, obwohl es ein Komplettsystem ist und die Messtechnik im Inneren liegt. Also, dass es einseitig ist, habe ich kapiert. Ja. Klar, wenn ich praktisch jetzt nur
das Pedal eingeklickt habe im Schuh auf der Zahnkranzseite, ja, das andere Pedal habe ich ausgeklickt, dann würde das Ding null messen, ne? Ja, weil die Verwindung im Tretlager null ist. Genau. Also misst es dem nur auf der linken Seite. Genau. Wenn jetzt klicke ich rechts aus und fahre nur mit dem linken Pedal, dann misst es eine Verwindung. Jetzt kommt aber auf der Zahnkranzseite Pedaldruck dazu, der entlastet ja dann wieder. Ja, aber das haben die sich irgendwie überlegt. Das haben die sich überlegt. Das wird auch schon. Die Messgenauigkeit kann man vergleichen mit einem Stages oder mit den anderen einseitigen Systemen. Also der Messfehler liegt hier tatsächlich auch nur in der Balance links-rechts. Abgesehen davon, ich würde mutwillig die Messgenauigkeit versuchen zu beeinflussen. Das war beim Ergomo damals auch schon der Fall. Trete ich mit dem linken Bein runter und lasse das rechte hinten mit Gewicht drauf liegen, also mein Bein hochheben, dann erzeuge ich einen höheren Wert. Obwohl man, wenn man ganz ehrlich ist, der ja auch im linken Bein tatsächlich entsteht, weil das muss das andere Bein ja hochheben. Das ist so, als wenn ich ein Gewicht dranhängen würde. Du hattest es ja genannt als besonders zuverlässig. Und ist, auch genau, obwohl genau. Bei einer besonderen Genauigkeit meinte ich aber das Rotor beidseitig. Da haben wir die Messtechnik im linken und rechten Kurbelarm. Hier, das ist ein günstigeres System, orientiert sich ja auch preislich an einem Stages, an einem Pioneer, an einem Garmin Vector. Außer das Bipro, der ist halt beidseitig und liegt in einem Ende. Was man nicht unerwähnt lassen darf, ist, dass es ganz gut aussieht, oder? Ist ja ganz schick. Da ist außen nicht irgendwie so ein Knubbel dran und die Kurbel sieht ganz gut definitiv, aus. Definitiv. Bei dem Rotor scheiden sich immer die Geister. Entweder man mag es oder man findet es unmöglich. Es hat so ein bisschen, die ganzen Rotorkurbeln haben ja so eine CNC-gefräste Optik, wie schon in den 90er Jahren die Mountainbike-Kurbeln hatten. Ich finde es auch ganz schick. Ist mal was anderes als dieser Carbon-Einheitsbrei, den man oft am Rad hat. Wer mit Rotor gut zurechtkommt und der es optisch ansprechend findet, beide Systeme, InPower wie auch das beidseitige, das Dual, top Adresse. Gehen wir zum nächsten. Du hast es auch jetzt erwähnt, unter den Top-Produkten auf die Frage, was sind die drei genauesten, was sind die drei zuverlässigsten, war das auch dabei. Preislich liegt es ja jetzt wieder relativ günstig. Aber da gibt es andere Modelle auch. Das heißt jetzt Quark Riken AL, Alukurbel, ja? Genau. 800 Euro. Hier sehen wir aber jetzt eine Carbonkurbel. Was würde jetzt das Geschirr kosten? Müsste ich jetzt mal gerade selber kurz nachschauen. Das Doppelte wahrscheinlich, ja, oder? Nicht ganz. Also 1169, also 1150 Euro bei uns im Shop. Sehr interessant. Also wenn man es jetzt zum Beispiel, Power2Max war eben angesprochen, Quark-Modelle sind aus meiner Sicht alle etwas genauer und zuverlässiger und liegen preislich unter dem Preis. Und für eine Quark Riken AL kriege ich halt ab 799 Euro eine komplette Kurbel, also nicht über Stages einen linken Kurbelarm, sondern einen linken, rechten Kurbelarm mit Spider. Ne? Und einer Messtechnik muss man sich vorhalten, einer Messtechnik, die eigentlich auf einem SRM beruht. Also von der Grundidee, das heißt, die Kraft wird hier im Spider aufgenommen, eine größere Anzahl Dehnmessstreifen, sehr interessantes Produkt. Unterschied zum SRM, ich finde, sind ja hier relativ offen, man muss ja immer Vor- und Nachteile und jedes Produkt hat Vor- und Nachteile, ist bei dem Quark, dass es eine komplett vergossene Technik ist. Aber wie im Power2Max auch. Und ein Produkt ist, bin ich in der Gewährleistung, alles kein Problem, wird das ausgetauscht. Bin ich dann irgendwann mal da raus und ich habe nach 4 Jahren einen Defekt an einem Powermeter, kommt nicht oft vor, aber wir haben schon mal einen Kunden, der ein System dann einschickt und dann gibt es keine Reparaturmöglichkeit, weil es ein vergossenes System und da kann man dann nichts mehr dran machen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Also nach 4 Jahren. Weißt du, da muss man irgendwann mal was austauschen. Weißt du, da hat man eh Kettenblätter abgefahren. So. Wobei, die kommen ja nochmal extra, oder? Die kommen extra, ohne Kettenblätter. Genau. Alles klar. Aber so, wer jetzt praktisch sich ein Rad neu aufbaut und praktisch auch dafür Kurbeln braucht, so. Das ist ja was anderes, wie wenn du praktisch ein Rad fertig gekauft hast und jetzt kommst du dann nachträglich drauf, dir ein Messgerät daran zu schaffen. Ne? Dann hast du ja irgendwie eine Kurbel zu viel. Ja. Aber wer neu aufbaut, damit ab 800 Euro Aluminium, wunderbare genau. Sache. Super interessant für die eine SRAM-Gruppe haben, weil dann ist es wirklich Plug-and-Play austauschen, dranstecken. Habe ich eine Shimano-Gruppe, ist es ein bisschen schwieriger, einmal optisch. Ein SRAM Red würde ich mir nicht an Shimano machen. Da gibt es mit dem Elsa oder mit dem Riken auch SRAM nicht, also weil Quark ist ja von SRAM oder SRAM gekauft worden.
ungelabelte Produkte, die also sehr schwarz aussehen und neutral und gut eigentlich an jedes Rad passen. Die kann ich zum Beispiel mit einer einfachen Adapterhülse von Chris King, kann ich die auch im Holotech 2 Innenlager fahren. Das heißt, ich muss nicht das Innenlager wechseln, sondern ich mache mir für ein paar Euro eine Adapterhülse dazu und stecke es auch einfach an und passt. Mein Gott, Christoph, was ist aus dem einfachen Fahrrad geworden, oder? Früher war zähl das einfach mal, ein Drahtesel. Zähl mal alle Innenlagerstandards auf. Ja, und dann haben wir jetzt noch elektronische Schaltungen, die ersten drahtlos und so weiter. Ja. Hat sich schon ganz schön was getan. Ja. So, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt kommt gleich noch das Kronjuwel hier, SRM. Wir haben noch Zuschauerkommentare von euch und Fragen. Ihr könnt auch jetzt noch mal reintippen, aber dann müsst ihr euch beeilen. Weil dann sind wir am Ende hier. Also noch zwei Folien kommen und wir gehen gleich mal rein in eure Kommentare mit dem Kommentar von The Grizzly aus Heidelberg. Hallo ans Studio. Ich habe im Frühjahr ein Rotorsystem bei PowerMeter 24 bestellt. Da mein Rad etwas speziell ist, war der Einbau furchtbar speziell. Aber die Jungs von PowerMeter haben mehrere Tage bei der Lösungssuche unterstützt. Super Einsatz. Super After Sales Service. Danke, schreibt The Grizzly. Bitte. Dankeschön. War teuer, oder? War teuer. Nein, ist nicht von uns. Ja, freut mich. Dann muss ich sagen, also auch wenn ich im Service nicht mehr so viel mache selber, ich versuche es immer dann, wenn es noch geht, aber wir sind größer geworden mit der Zeit und dann kann aber man auch nicht mal selber nicht gecheckt, am Telefon sein. Du machst Online-Shop. Da geht es so, wenn ein Servicefall ist, dann kriegst du eine Standardmail, bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder so. Macht ihr nicht so? Nee, machen wir nicht so. Kostet auch richtig Geld. Kostet richtig Geld, ja. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Man kann sich ja fragen, PowerMeter, warum sind die nicht mittlerweile bei den ganzen großen Online-Shops, ob online oder auch bei den Ladenlokalen vertreten? Und ich denke einfach, man sieht, wenn wir jetzt so hier darüber diskutieren, PowerMeter sind schon sehr speziell. Und PowerMeter sind zum einen speziell, dass man wissen muss, was mache ich da mit dem Training und wie funktioniert die Technik? Und das kann der ein oder andere Radmechaniker gar nicht beantworten, weil er von Trainingssteuerung und ich fahre auf der Landesdistanz 300 Watt oder 250 Watt gar nicht sagen kann. Wenn da einer was zur Software nicht sagen kann. Dann geht es ganz viel um Details. Passt das an mein Rad? Ich habe ein Cervelo aus 2012, ein BB Ride Innenlager, welcher Powermeter passt? Und dann passt halt nur noch einer oder zwei. Und unsere Jungs im Support machen halt den ganzen Tag nichts anderes als PowerMeter und finden dann halt auch eine Lösung. Und ja, ist super, wenn das dann auch so rüberkommt und gebe ich natürlich gerne weiter. Freue mich. Kommen wir zum nächsten Kommentar von D. Perlick aus Dietzenbach und grüßt dahin. Er fragt, welche Head-Unit kennt ihr für die Trainingssteuerung empfehlen, also das Kästchen am Lenker? Er fragt nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Danke, tolles Thema. Ja. Ist immer schwierig, immer wenn gefragt wird, was ist das Beste, was soll ich kaufen? Wenn ich einfach sage, welche ist die beste Head-Unit, die auf den Powermeter angepasst ist, dann ist es der PC8 von SRM, den wir, glaube ich, noch als letztes gleich sowieso vorstellen wollten. Haben wir schon ein Bild, können wir mal vorab zeigen. Okay. Das ist zwar nochmal ein anderes drum. Wir werden auch gleich erläutern, warum der besser ist als jetzt ein Garmin-Kästchen am Lenker. Ja. Aber ja, was kann man denn die Frage, ich meine, wie viele Optionen? Aber die Frage können wir auflösen, wenn wir sehen, Head Unit, also der Radcomputer, 773,50 €. Und dann kommt dann das PowerMeter, da ist der für PowerMeter 3000 oder mehr noch dabei, noch gar nicht dabei? Der ist dann noch gar nicht dabei. Wir sprechen also hier nur von dem Computer. Wer das mal in der Hand gehabt hat, Aluminiumgehäuse, eloxiert, ein Traum. Also auch wenn ich auf der Eurobike mit anderen Entwicklern, ob es jetzt von Sigma ist oder von Garmin, die kriegen eine glänzende Augen, wenn sie sich das angucken, weil allein das Display wahrscheinlich mehr kostet als bei den anderen Herstellern der ganze Computer. Also es ist groß, es ist gut ablesbar, genau, es hat genau die Knöpfe, die man braucht. Es hat die Knöpfe, die man braucht, es ist frei konfigurierbar. Aber es ist irrsinnig teuer, das muss man einfach sagen. Das heißt, bei der Frage, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, utopisch. Ne? Das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da einfach nicht gegeben. Für den, der das Beste haben möchte für sich, da auf jeden Fall eine Alternative. Wenn ich sagen würde, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich im Moment sagen, Garmin Edge 520. Der hat tolle GPS-Funktionen, die sogar GPS ist, Garmin ist GPS, SRM ist Powermeter, Leistungsmessung, hat ein GPS an Bord,
ist aber bei weitem nicht so genau und funktioniert auch nicht so nahtlos, wie das vom Garmin ist. Beim Garmin Edge 520, ich habe diese Online-Segmente von Strava, die ich einbauen kann, also wenn ich mit Strava was machen möchte, tolle Funktion, ich kann es direkt ins WLAN einbinden, wenn ich nach Hause komme, automatisch hochladen und ist dann preislich unter 300 Euro ein Produkt, was mit Sicherheit... Vielleicht hast du sogar sowieso schon... Ne? Genau. Und du kannst auch was ich beim Garmin auch ganz gut finde, du kannst verschiedene Screens frei belegen und du hast dann ja so ein Screen, da interessieren dich dann die Daten für die gesamte Tour, also von Start, von Haustür, Tour bis wieder Haustür. Und das sind andere Daten, als wenn du beispielsweise jetzt gerade ein Intervalltraining machst, ne? Und dann willst du andere Daten haben, die du jetzt nur auf diesem Intervallscreen siehst, also wie lange läuft das Intervall, in wie vielten bist du gerade, bist du im 6. oder im 7. Ja. Hättest du ganz gern irgendwie eine Anzeige. Dann, wie groß war der Durchschnittswert vom letzten Intervall, das willst du ja dann wissen, wenn du praktisch einen Intervall auf Stopp gedrückt hast, dann willst du ja wissen, was war jetzt der Durchschnittswert vom letzten und so weiter. Das kann man alles beim Garmin eigentlich ganz gut konfigurieren. Aber du musst halt mit den Knöpfen klarkommen, die da einfach für alle Funktionen sind. Das ist hier beim SRM besser. Das ist einfach richtig darauf spezialisiert. Ja. Und was hier auch noch besser ist, du hast einfach 300 Jahre Akkulaufzeit gefühlt. Ne? Und das heißt, wenn du beispielsweise, wie der Bischi ja gesagt hat, kürzlich, wenn du ein 24-Stunden-Rennen machen willst, dann brauchst du halt drei Garmins, ne? Die dazwischen drin sind. Es ist auch besser geworden. SRM. Oder ein SRM. Ja, aber das stimmt schon. Das ist, ja. Das ist so. Ja. Aber sie sind nicht vergleichbar. Wir sprechen von völlig unterschiedlichen Preisklassen. Wir reden vom dreifachen Preis und das muss man auch wollen und dann Spaß an dem Produkt haben. Noch ein Vorteil vom SRM ist, wenn du als Triathlet wirst du ja von Radfahrern nicht gegrüßt, außer du hast so ein Kästchen am Lenker. Hi. Dann ist schon ein Statussymbol. Dann geht's, ja. Haben wir Frage beantwortet? Jetzt kommen wir noch eine letzte Zuschauerfrage von Phil aus Viernheim. Schöne Grüße. Er schreibt, laut Herstellerseite haben die Garmin Vector-Pedale ein Fahrergewichtslimit von 90 Kilo. Wie kritisch ist das zu sehen, wenn man selbst um die 90 Kilo wiegt? Gab es schon Pedalachsenbrüche oder ähnliche Defekte? Beim Garmin Vector wäre mir das sogar neu. Beim Bipro weiß ich, dass sie eine 90 Kilo Begrenzung haben. Wir haben aber genau die gleiche Frage bei dem Bipro, weil die haben das ganz prägnant bei Favero auf der Homepage gehabt. Und da hat man uns gesagt, das ist grundsätzlich ein Limit, was bei alle Pedalhersteller erstmal angeben, was also irgendwo da in die internationale Norm reinpasst. Achsbrüche haben wir noch nie gehabt. Also ein Achsbruch bei einem, ob es jetzt bei einem Garmin ist oder bei einem Bipro oder bei einem P1, ist nicht vorgekommen, gar nichts in der Art. Also ich wiege selber über 90 Kilo und ich bin mit dem Garmin schon gefahren und bringe auch im Sprint immer noch über 1500 Watt drauf und da passiert überhaupt nichts. Also die offizielle Antwort ist nein, auf gar keinen Fall. Über 90 Kilo ist ja auch vielleicht ein bisschen Motivation, ne, am Mittagstisch. Genau. Und die inoffizielle Antwort haben wir verstanden. Jetzt kommt tatsächlich noch ein Zuschauerkommentar rein, den nehmen wir noch und dann wollen wir noch mal ein kleines bisschen hier Bike-Porn an der SRM-Kurbel uns ein bisschen da drin rumlecken. Wann kann man bei euch im Shop mit dem Stages für Carbon-Kurbeln, konkret für die Red 22 rechnen? Wo wird sich das Powermeter preislich befinden? Top-Thema, kommt für mich genau im richtigen Moment, super Sendung, danke, schreibt TomTom aus München. Dann, wenn sie verfügbar sind. Ansage ist im Moment erstes Quartal 2016. Wann es genau kommt, ist immer so eine Sache. In der Bike-Branche ist zwischen Veröffentlichungsdatum und den tatsächlichen Liefertermin, wenn es dann auch verfügbar ist, ich hatte es eben kurz angesprochen, beim P1 zum Beispiel, ist in den Markt gekommen, aber erstmal nur in homöopathischen Dosen, war schnell vergriffen, hat jetzt wieder längere Lieferzeiten. Ich gehe davon aus, dass es im ersten Quartal kommt und dann wird es auch bei uns im Shop direkt verfügbar sein. Preis müsste ich mal gucken. Es ist mittlerweile, es sind so viele Modelle, dass ich auch nicht mehr alle im Kopf habe. Stages für Carbonkurbel. Ja. Ich habe sie jetzt hier nicht. Ah, ich habe die Preisliste hier. Okay. Habe ich noch nicht mit drauf, weil der Preis ist noch nicht genau angesagt. Also erstes Quartal und dann auf die Website schauen. Genau. Jetzt von mir noch eine Frage. Gibt es jetzt irgendwie eine Aktion, wo man sagt, ihr macht mal irgendwie eine Aktion, kostet alles einen halben Preis oder so?
Kleiner Scherz. Nein, aber so irgendwie, gibt es sowas mal oder ist das, sind die Preise, dann werden das nicht so verramscht? Wir haben immer sehr gute Preise. Also das ist, glaube ich, wir versuchen die Preise so zu positionieren, dass die Produkte interessant sind. Und manche fragen uns zum Beispiel auch, warum habt ihr einen Aufschlag bei PayPal von 1%? Oder wir kalkulieren unseren Preis knallhart, wie wir ihn bestmöglich dem Kunden zur Verfügung stellen können. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der sieht, dass zum Beispiel Kreditkarte oder PayPal, dass die Anbieter sich da eine sehr ordentliche Gebühr für nehmen für die Abwicklung. Und davon geben wir, wollen wir aber nicht direkt in der Kalkulation direkt auf unseren Preis das weitergeben, sondern wir wollen den bestmöglichen Preis anbieten. Und wer sich dann für eine andere Bezahlart entscheidet, eventuell einen kleinen Aufschlag nehmen. Wir sind ja noch günstig. PayPal greift ja ganz anders in die Tasche. Die greifen ganz anders in die Tasche. Ja. Ihr kennt das aus eigener Erfahrung. Okay, aber bevor jetzt die Stimmung schlecht wird, aber was gerade gefragt war, ob wir besondere Aktionen haben. Okay. Viele kennen das auch. Wir haben letztes Jahr Black Friday gemacht, Cyber Monday, einen Christmas Sale gemacht, wo wir wirklich immer tolle Rabatte hatten. Und wir haben jetzt gerade aktuell gemacht, wer heute ab heute bis zum 31.12. Seinen Powermeter kauft, wenn wir noch irgendeine Rabattaktion machen, wenn wir den Powermeter um 500 Euro senken, bis zum 31.12., egal wenn er heute gekauft hat, kriegt er den günstigsten Preis bis zum 31.12. Also man muss jetzt nicht auf irgendeine Rabattaktion warten, sondern es gibt eine Preisgarantie. Wer heute bestellt oder nächste Woche oder übernächste Woche, gerade interessant jetzt zum Beispiel bei so einem Bipro, die längere Lieferzeit haben, man kann ruhig jetzt bestellen, keiner verliert was am Preis, es gibt den besten Preis. Word, und das ist hiermit amtlich. Genau. Und damit kommen wir jetzt, Christoph, aber wir machen es jetzt in 2 Minuten, ja? Sonst sind wir zu lange über die Zeit. SRM Dura Ace mit dem märchenhaften Preis 3.213. Und auch da sieht man, was der Euro uns angetan hat, weil das gab es früher in D-Mark. Und da war das schon die Wissenschaftsversion sozusagen. Ja. Das ist jetzt das Beste vom Besten? Es ist das Teuerste. Das muss man sagen. Es geht noch teurer. Wir könnten jetzt noch eine Camper-Version, Camper-Carbon-Kurbel nehmen. Oder die Cannondale-Kurbel. Genau. Da geht es dann noch ein bisschen teurer, aber an der Messtechnik ändert sich nicht mehr. Viele fragen uns, ist der Preis gerechtfertigt? Wenn man sieht, was kostet die Dura-Ace-Kurbel, 400 Euro, 420 Euro, dann ist der Sprung für den Powermeter jetzt enorm viel. Sieht man dann, wie die Kurbel nachbearbeitet, abgefräst wurde, das Custom-Made, die einzelnen Sachen da dran gemacht werden, ist der Preis für eine Schweizer Manufaktur-Uhr gerechtfertigt oder tut es am Ende auch die Swatch? Wir können den Preis eh nicht beeinflussen. Es gibt es bei uns ist mit einem deutlichen Abschlag. Ist die Funktion auch top? Ist die Funktion besser als anderswo? Es ist sehr, sehr genau und sehr zuverlässig. Das können andere auch mit einem billigeren Preis, aber es ist auf jeden Fall sehr genau und sehr zuverlässig. Wunderbar. Also, wenn man sich selber ein bisschen verwöhnen will, dann kauft man sich SRM. Wer die Kohle hat, immer raus damit. Man tut was Gutes auch für die Wirtschaft. Das Geld muss ja in Bewegung bleiben. Und es gibt auch Situationen im Leben eines Mannes, da muss man die Kohle auf den Tisch hauen und nicht lang rummachen. Und vielleicht ist das ja so ein Moment, wenn euch das Ding gefällt. Du hast ja auch gesagt, es gibt auch noch mehr auszugeben mit einer Camper-Vision, mit einer Cannondale oder ich glaube auch THM. Es gibt das bei vielen Sachen. Ich sehe da vorne das Fahrrad, die Laufräder da drin kosten ja auch fast 3.000 Euro. Lass uns gehen wir raus aus dem Thema jetzt. Ja. Christoph, danke, dass du hier warst. Ja, gerne wieder, auch im nächsten Jahr das Update. Schön, das Ganze online. Danke, dass wir mit euch als Zuschauerinnen und Zuschauer diese Themen auch in dieser Detailliertheit besprechen dürfen. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Manche denken ja, mein Gott, was reden die da schon wieder? Jetzt 60 Minuten knapp. Danke an euch, danke an dich, Christoph. Und wir sind gleich zurück mit dem nächsten Thema. Und dann haben wir hier den Amateur-Weltmeister aus Hawaii zusammen mit dem Johannes im Interview. Und falls noch Fragen sind, die vielleicht nicht beantwortet wurden, einfach bei uns auf die Facebook-Seite gehen zum Beispiel und da direkt stellen, beantworte ich gerne dann noch. Oder bei uns über support@powermeter24.com. Und wir helfen euch gern weiter. Oder einfach anrufen. Ihn anrufen, ne? Ja. Ja, bei Powermeter anrufen, nicht bei mir anrufen. Muss aufpassen mit so Zeug, ja, das wird ja auch gesehen. Dankeschön und bis gleich.